Thea und bin 10 Jahre alt und wohne in Krefeld. Im Sport habe ich gelernt, meine Angst zu überwinden. Hier bei SC Bayern 05 habe ich sehr viele neue Sportarten kennengelernt, die ich sonst auch nicht so ausprobiert hätte. Wir haben 2006 die Kindersportakademie gegründet. Wir bauen die Sportentwicklung der Kinder auf. Also wir wollen sie nicht zu früh spezialisieren. Durch den Einsatz eben unserer Sportlehrer wird jedes Jahr, und es sind maximal 8 Jahre, methodisch auf das andere aufgebaut. Also Kinder erweitern ihr Spektrum. Sie lernen nicht eine Sportart, sondern wirklich das breite Spektrum des Sports kennen und können sich dann im Idealfall mit 10 Jahren dazu entscheiden, eine bestimmte Sportart zu machen. Ich musste im Vorfeld des FSJs hier bei SC Bayer den Übungsleiterschein machen. Da kamen 2 Vertreter des LSBs und haben uns ausgebildet. Wir haben gelernt, wie man eine Stunde mit Kindern leitet, wie man sich den Kindern gegenüber verhält. Wir mussten alle eine eigene Stunde dann vorstellen. Ja, und man hat halt schon mal so einen Einblick bekommen in das Arbeitsfeld. Ich habe den Umgang mit Menschen gelernt, hauptsächlich um an die Menschen heranzukommen, um die zu verstehen und zu wissen, was sie genau von einem möchten, muss man natürlich auch auf die Menschen eingehen. Also wir arbeiten im Bereich Bildung nicht nur mit den Schulen, sondern vor ungefähr 2,5 Jahren haben wir auch das Sportpark Mobil ins Leben gerufen. Das ist eine Einrichtung, in der Sportgeräte von uns drin sind, auf die Schulhöfe, in die Pausen und machen da kurze Sportangebote mit den Schulen. Das hat sich aber so weit weiterentwickelt, dass wir sagen, okay, wir fahren nicht nur an die Schulen, sondern auch an Jugendeinrichtungen. Und das ist so gut vorangekommen, dass die Jugendeinrichtungen uns in den kommunalen Hilfe- und Förderplan für Kinder und Jugendliche in Krefeld mit aufgenommen haben. Dass Kinder wieder mehr Freude und Spaß an Bewegung haben, dass die auch mal vor die Tür kommen, selbstbewusster werden, Freude zeigen und das Ganze natürlich dann auch wieder mit in die Schule nehmen. Wir sind ja mit gut 6.000 Mitgliedern einer der größten Sportvereine und haben sehr viel Hauptamtlichkeit. Für mich ist eben Ausbildung nicht der reine Bildungsbegriff, sondern Bildung muss von einem selber kommen. Also bilden muss ich mich, ich werde nicht gebildet. Deshalb finde ich, ist das so ein größerer Bereich, der für den Sportverein sehr viel wichtiger eigentlich ist als nur die Ausbildung. Die Bildung eines Menschen überhaupt auch in einem anderen Leben von demjenigen selber ausgehen muss. Also Wissensdrang, Präsenz, Handlungsverhalten, Regeln, die man sich selber irgendwie stellen kann, denen man sich stellen kann, Kompetenzen zu erlangen, Ressourcen zu erlangen. Für mich ist eben nicht nur Sport ein Lernen von Bewegungen, ein Fithalten, ein sich selber trainieren, sondern da ist eben Bildung mehr.